Frau Peters, die SPD-Stadtratsfraktion fordert den Erhalt und die Schaffung zusätzlicher Kurzzeitpflegeplätze. Hintergrund ist, dass die SPD-Fraktion eine dramatische Verschlechterung für die häusliche Pflege befürchtet. Können Sie bitte kurz schildern, welcher konkrete Sachverhalt hier zugrunde liegt? Ich will doch etwas allgemein anfangen. Im Jahr 2035, das hat ein Zukunftsforscher so ausgerechnet, wird Deutschland das älteste Volk der Welt sein. Und dann werden 8 Millionen Einwohner über 80 sein, die Hälfte davon pflegebedürftig. Man kann davon ausgehen, dass das bei uns in Ingolstadt auch so sein wird. Deswegen denke ich, ist es wirklich wichtig, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen und sich auseinanderzusetzen. In jeder zweiten Familie gibt es Pflegefälle. Man hat damit zu tun im Bekanntenkreis und es ist einfach ein Thema, um das wir uns hier ganz dringend kümmern müssen. Es geht ja ganz konkret um den Wegfall von 12 Kurzzeitpflegeplätzen im Heilig-Geist-Spital. Nun ist ja bekannt geworden, dass die Heilig-Geist-Spital-Stiftung laut Jahresabschluss nicht mehr liquide ist. Für anstehende Maßnahmen bedeutet das, dass diese nur noch durch Fremdkapital finanziert werden können. Was heißt denn das nun wiederum für die Forderung der SPD-Stadtratsfraktion, die Kurzzeitpflegeplätze im Heilig-Geist-Spital zu erhalten sowie die Planung der Gebäudesanierung entsprechend anzupassen? Ich denke mal, das Heilig-Geist-Spital ist ein Thema und das Thema Pflege ein anderes. Zufällig kommen die beiden Themen jetzt zusammen und machen es klar, wie dringend das Thema behandelt werden muss. Man darf jetzt der Stadt keine Schuldzuweisung geben oder jemand Schuldigen suchen. Ist auch in anderen Städten das Problem, dass man für Alten- und Pflegeheimen jemand eine Trägerschaft sucht, sagen wir so. Ich kann mich erinnern, das Pflegeheim St. Franziskus in Pfaffenhofen ging zum Beispiel zum 1. Juli auf den paritätischen Wohlfahrtsverband über. Da hatte man ähnliche Probleme. Deshalb, ich denke, da kann man schon noch mal schauen, ja, was war in der Vergangenheit im Heilig-Geist-Spital, was ist in der Zukunft und wie kommen wir aus dieser finanziellen Nummer raus. Darüber hinaus geht es einfach hier in Ingolstadt um Pflegeplätze, um die Angehörigen der zu Pflegenden, die keine Lobby haben. In Schulen, in Kindergärten gibt es Elternbeiräte. Ich denke, so etwas brauchen wir noch mehr. Und laut dem neuen Pflegestärkungsgesetz steht ja auch den Angehörigen Auszeiten bis zu 8 Wochen pro Jahr zu. Wie wollen wir so etwas auch nur im Entferntesten ermöglichen, wenn es gar keine Kurzzeitpflegeplätze mehr gibt? Und Kurzzeitpflegeplätze in Ingolstadt bedeutet, dass ich einen Pflegeplatz im Moment nur bekomme, wenn es einen Todesfall gibt. Das ist eine sehr deutliche Perspektive und sicher nicht die Zukunft. Wo könnten Ihrer Meinung nach denn alternativ eine ausreichende Kurzzeitpflegeplätze entstehen? Ich denke, dass sich die Alten- und Pflegeheime miteinander beschäftigen müssen. Das wurde auch schon in Richtung des Sozialausschusses angeregt und auch von anderen Parteien so mitgetragen. Und ich denke, bei diesem Thema muss man extrem zusammenarbeiten. Da gibt es keine Unterschiede in der Sichtweise, weil es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Es geht vielleicht auch um die Pflegeausbildung, dass die wieder interessanter sein muss. Dass man begründet ja den Wegfall der Kurzzeitpflege auch mit einem Mangel an Pflegekräften. Und das neue Pflegegesetz bedeutet ja noch mehr. Die Ausbildungsberufe von Altenpflege und von Krankenpflege sollen miteinander verschmolzen werden. Da kommt auf die Pflege wirklich ein riesiges Problem zu. Da gibt es auch Zahlen. Bis 2030 steigen die Pflegebedürftigen auf 3,3 Millionen. Im Moment sind es, ich glaube, ungefähr 2,6 Millionen. Und die Altenpflege wird einem wahnsinnigen Konkurrenzdruck mit den Krankenhäusern ausgesetzt. Also Altenpflege verdient zu wenig. Das kommt noch dazu. Sie verdient weniger als die Krankenpflege. Und da geht es um die Zukunft einer ganzen Branche. Auch der Bau neuer Pflegeheime mit zusätzlichen Kurzzeitpflegeplätzen wäre ja eine Option. Dazu müsste die Stadt den Trägern günstige Grundstücke zur Verfügung stellen, wie von Ihnen im SPD-Antrag gefordert. In Ingolstadt herrscht aber absolute Grundstücksknappheit. Glauben Sie, dass dieser Antrag Chancen hat?
Man muss sich einfach der Realität stellen. Und wir brauchen dieses Pflegeheim und wir brauchen diese Kurzzeitpflegeplätze. Es gibt keine andere Möglichkeit, das sonst zu gewährleisten. Und wenn jemand eine bessere Idee hat, dann kann er gerne kommen. Ich wäre offen. In einer Pressemitteilung der SPD-Stadtratsfraktion ist von einer aktuellen Umfrage der SPD und Pflegeheimen die Rede. Wo wurde diese Umfrage durchgeführt? Was wurde genau abgefragt und mit welchem Ergebnis? Wir haben einfach festgestellt, dass die Prognose, die von der Stadt angefertigt wurde, nicht eingehalten werden kann. Kurzzeitpflegeplätze gibt es ab 2017 überhaupt nicht mehr. Es handelt sich immer um eingestreute Plätze. Eingestreut heißt eben, dass ein Zimmer nur frei wird, wenn jemand verstirbt. Und so können Sie überhaupt nichts garantieren für niemanden. Sie prangern an, dass in Ingolstadt soziale Projekte keine Chance auf Verwirklichung haben. Woran zeigt sich das Ihrer Meinung nach und warum glauben Sie, ist das so? Ich glaube, dass wir zu sehr und zu stark wirtschaftlich geprägt sind hier. Natürlich, uns geht es gut im Moment, das muss man auch sehen, aber dieser nachhaltige Gedanke, dieser soziale Gedanke und dieser Gedanke an Pflege, ich glaube, den haben wir hier in Ingolstadt vernachlässigt. Man sollte vielleicht genauso, wie man sich mal eine Landesanschau in einer anderen Stadt anschaut oder irgendetwas Kulturelles in anderen Städten, nach Nürnberg, Erlangen bitten. Die Stadt Nürnberg hat ein Amt für Senioren. Da werden Generationenfragen behandelt. Da gibt es eine Organisationsstruktur. Es gibt eine Beratungshotline zum Thema Pflegestützpunkte. Wir sind zu spät aufgestiegen auf dieses Thema. Das hätten wir schon längst machen müssen. Aber deshalb denke ich, ist es jetzt an der Zeit, den Druck auch ein bisschen zu erhöhen. Und zu sagen, Leute, komm, lasst uns zusammensetzen und es miteinander auf die Beine stellen. Grünen-Stadtrat Christian Höbusch fordert aktuell zur verstärkten trägerübergreifenden Kommunikation im Bereich Pflege die Gründung eines runden Tisches. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Ja, machen wir es einfach mal, dann sehen wir, ob was dabei rauskommt. Nicht immer ist ein runder Tisch die beste Lösung. Es kommt darauf an, wer moderiert so etwas, wer nimmt teil, aber warum nicht? Ich bin Prima. Vielen Dank, Frau Peters. Danke, Frau Röhm.